Willkommen zurück zu Resident Evil HD und wir betreten jetzt den Wasserfall. Und ich bin auch gespannt, was da dahinter ist. Okay, ne, leider. Ja, in der letzten Folge bin ich leider gestorben. Aber wir haben uns die Batterie ergattern können und die haben wir auch gleich verwendet. Zusammen mit der Winde. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Die Türe offen. Jo. Kommen die blauen Pflanzen immer mit. Ah. Eine Truhe und eine Schreibmaschine, perfekt. Dann speichern wir erstmal ab. Würde ich sagen. Ja. Und wir nehmen wieder den 5. Ah, wo sind wir jetzt? Irgendwie zum Bergwerk oder? Sieht zumindest so wie nach einem Bergwerk aus. So, die Winde können wir, glaube ich, auch erstmal wieder ablegen oder die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. So, aber Munition füllen wir kurz auf. Wer weiß, was auf uns wartet. Lieber zu viel als zu wenig. Ich soll das Feuerzeug, den Benzinkanister wieder mitnehmen, eigentlich. Ah ja, der Schmuckkasten. Na gut, das lassen wir mal noch. Ja, würde ich sagen. Gehen wir weiter. Ich nehme Erste-Hilfe-Spray mit, oder? Oder eine grüne Pflanze? Komm, das reicht, glaube ich. Falsche Richtung. Okay, hier geht's nicht weiter. So, da ist ein sechseckiges Loch. Da brauchen wir wieder die Winde. Aber die war doch... War die nicht viereckig? Hätte ich die Winde doch nicht ablegen müssen. Aber ich glaube, die war ja viereckig. Vierkant. Na. Keine besonderen Merkmale. Ja, ein Vierkant, also quadratisch. Und wir haben ja hier Sechskant. Aber trotzdem mal kurz versuchen. Ich weiß, es funktioniert nicht, aber ich glaube, jeder wird es versuchen. Okay. Hab's gewusst, aber so, dann legen wir die Winde wieder ab. Dann können wir eigentlich nur noch durch die Türe da vorne. Und da gehen wir jetzt auch durch. Hab keine Ahnung, was da dahinter ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber genau, noch so nasskalt. So, hier geht's einmal Treppen runter, oder? Ja, und... Okay, da geht's auch noch hier hinten weiter, aber Munition. Gut, die nehmen wir mit. Aber Sackgasse. So, ein großer Felsbrocken versperrt den Weg.
Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken, okay. Wie bei Indiana Jones, der kommt jetzt sicher gleich. Oder der Felsen rollt runter, sagt man so. Liegt hier was? Nö, nur ein Stein. Hat kurz so ausgesehen, wie wenn irgendwas liegen würde. So, da gehen wir da durch. Was ich komisch finde, dass keine Musik mehr kommt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen. Also, was liegt hier? Ein Magazin? Nimm mal mit. Da sind wir auch schon wieder fast voll. Die Pflanze lassen wir mal. Hier geht's runter. Ach ne, doch nicht. Hat kurz ausgesehen, wie wenn hier ein riesiges Loch wäre. Oder? Mal wenn man von hier guckt. Sieht aus, wie wenn hier so ein Loch wäre. Aber doch nicht. Nur noch, doch nur eine Pfütze. So, hier kann man doch irgendwas machen. Die Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen. Ja, komm, öffnen wir mal. So, was haben wir hier? Eine Sicherung, oder? Eine Röhre. Oder eine Röhre. Mitnehmen, ja. So, die untersuchen wir auch gleich. Prüfen. Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. In die Seiten sind Symbole eingraviert. Römische Zahlen, so wie es aussieht. Einmal eine 1. Und eine 3. Eine 2. Und eine 4. Okay. Oh, gibt's hier noch was? Nö. Oh, darin ist ein leerer Platz für eine Zylinderröhre. Anscheinend fehlt etwas. Ach nö. Wer hatten die nur? Alzheimer lässt grüßen. So, dann können wir eigentlich. Ne, da liegt doch was, oder? Da liegt doch irgendwas. Ah, doch. Hab doch richtig gesehen. Wahrscheinlich wieder ein Magazin. Jawoll. Ich glaube, irgendwas muss kommen. Jetzt haben wir schon zwei Magazine. 30 Schuss aufgehoben. Egal, wir haben ja noch 10 Schuss. Kampfgewehr. Und 45 Schuss. Pistolenmunition. Eigentlich kann uns ja nichts passieren. Und ein grünes Blatt. Eine grüne Pflanze haben wir. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Wer zum Teufel ist Enrico? Enrico. Verräter? Enrico! Enrico! Double Crosser? So, der den Verräter hat er Denkmein, wo geschossen hat, nicht Chris. Okay. Ah, hier liegt eine Winde. Der hat eine Winde. Wahrscheinlich die Sechskantwinde, hallo? Aber wir haben keinen Platz mehr, glaube ich. Getötet durch eine Kugel. Das war eh wahrscheinlich Wesker, wie immer. Ich weiß es nicht, aber irgendwie weiß ich es. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Super. Scheiße, ne? Können wir zurückdackeln, ablegen und wieder zurückkommen hierher. Oh! Oh! Alter, bin ich verschrocken schon wieder. Tot, oder? Und Volltreffer in die Fresse. Mann, Mann.
Vielleicht passt die Röhre in den Schmuckkasten rein, übrigens. Uah! Ciao! Gut, jetzt hätte ich einen Schuss mit der Pistole schießen können, aber egal. Ja, was habe ich gerade gesagt? Genau, passt die Röhre ja in den Schmuckkasten rein, aber das glaube ich nicht. Sonst wäre irgendwas mit 4 cm Durchmesser dran gestanden. Weil das brauchen wir ja für den Schmuckkasten. Irgendwas mit 4 cm Durchmesser. Kampfgewehr laden wir kurz nach. Ich weiß nicht, die Röhre. Ja, die Röhre lassen wir hier. Die rote Pflanze lassen wir noch dabei. Nehmen wir noch mit. Wer weiß, was noch passieren kann. Gut, wenn so ein Hunter kommt und wieder so einen finnischen Move macht, da bringt so eine grüne Pflanze auch nichts. Aber egal, wir hatten sie dann dabei. So, jetzt holen wir die Winde und dann geht's rüber. Auf die andere Seite. Dann können wir beim Zurücklaufen eigentlich die grüne Pflanze auch gleich mitnehmen. Na, nimm die doch jetzt. So, da müssen wir jetzt auch alles haben. Jawohl. Jetzt beim Zurück nehmen wir noch die Pflanze mit. Dann ist hier auch alles im grünen Bereich. So, hier ist sie. So. Obwohl, eine grüne Pflanze nehmen wir mit. Und speichern tun wir, glaube ich, auch am besten wieder. Sonst war wieder alles umsonst. So, die V-Bänder legen wir wieder rein. Und dann geht's zurück. Oder was heißt zurück? Auf die andere Seite. Nicht zurück. So. Ah ja, genau. Da dreht sich einfach mal hier so die halbe Höhle.
Eigentlich könnten wir die ja jetzt wieder reinlegen, oder? Die Winde. Das machen wir auch. Und die eine grüne Pflanze natürlich auch. Und falls wir die Winde doch noch brauchen, wissen wir ja, wo sie ist. So, wir können eigentlich auch mal ein paar Mischungen zusammenmischen, weil Kraut haben wir ja genügend, aber das ist auch wieder Zeit. Halt. Das mache ich vielleicht mal, wenn ich nicht aufnehme. So. Und wir gehen durch die nächste Stahltüre oder Eisentüre. Auf jeden Fall ist sie verrostet. Was liegt denn da? Flammenwerfer oder was? Flammenwerfer. Krass. Okay. 100%, nicht schlecht. Habe ich schon eine Waffe, oder? Ausrüsten, ja. Cool. Hm. Prüfen. Flammenwerfer, eine Antipersonenwaffe, die einen Flammenstrahl ausstößt. Kennen wir ja. Warum habe ich jetzt das Gefühl, dass jetzt irgendwas Heftiges kommt? Aber ich wechsle trotzdem mal zum Kampfgewehr. Ich habe schon wieder so eine komische Kugel oder einen Felsen. Ah, was habe ich gesagt? Der Indiana Jones! Oh. Yeah! Ach, hier geht's auch weiter. Aber zuerst gehen wir hier hoch, wo der Felsen war. Und hier geht's, so wie es aussieht, auch weiter. Ne, eine Sackgasse mit Munition. Nicht schlecht. Kurz Raum checken, grün. Okay. Aber warum ist die Tür jetzt wieder zu? Verschlossen? Okay. Gut, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wann geht die Zeit vorbei? Und ja, dann würde ich sagen, was hinter dieser Türe steckt, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach oder hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil HD. Bis dann. Ciao.